Eine Viertelstunde, eine musenreiche Viertelstunde wünsche ich Ihnen. Was Sie wahrscheinlich alle interessieren wird und auch mich immer interessiert hat, ist, jetzt haben wir doch immer wieder gehört, wie viele Frauen Zeus gehabt hat. Es hat vergangene Jahrhunderte gegeben, da hatten Gymnasiasten auswendig lernen müssen, alle Liebhaberinnen von Zeus. Und man fragt sich, hat es denn niemals irgendetwas gegeben, wo Zeus der Eifersüchtige war, hat seine Frau Hera ihn irgendwann einmal eifersüchtig gemacht, entweder willentlich oder doch unwillentlich. Frage, war Zeus eifersüchtig? Die Antwort ist ja. Es gibt eine Geschichte, eine sehr verschlungene Geschichte, und ich will versuchen, sie Ihnen heute zu erzählen. Es gab einen Mann, der hieß Ixion. Und dieser Ixion hatte eine Geliebte, die hieß Dia, und es war abgemacht, dass er Dia heiratet. Und er hat mit seinem Schwiegervater einen Zeitpunkt verabredet. Dieser Schwiegervater war Aionios. Und dann kommt der Schwiegervater, ein paar Tage vor der angesetzten Hochzeit, kommt er zu Ixion und sagt, Ixion, nimm es nicht persönlich, sagt, es hat sich da irgendwie in der Verwandtschaft was ergeben. Wir müssen den Termin verschieben. Und der Ixion sagt, ja, klar. Sie machen einen neuen Termin aus. Ein paar Wochen später kommt Aionios wieder und sagt, Ixion, es ist mir jetzt furchtbar peinlich, dass ich nochmal sagen muss, aber es hat sich jetzt einfach bei mir, weißt du, der Rücken tut mir so weh und ich will da nicht so bei der Hochzeit rumhumpeln, können wir es nicht nochmal verschieben? Ja, sagt der Ixion, natürlich nicht gerne. Und dann war er misstrauisch und hat sich erkundigt. Und er hat festgestellt, dass Dia ein Verhältnis mit einem anderen hatte. Und zwar nicht mit irgendjemanden, sondern eben mit Zeus. Na gut, da kann man nicht viel machen, das wusste der Ixion. Aber andererseits hat er natürlich einen Zorn gehabt. Einmal auf Zeus, andererseits auf Aionios, dem Vater seiner Braut. Und wieder wurde verschoben und wieder wurde verschoben und wieder wurde verschoben. Und der Zorn des Ixion gegen Zeus vor allen Dingen und auch gegen Aionios, der so einfach seine Tochter billig verkauft, auch wenn es ein Gott ist, der wuchs natürlich. Jetzt kommt noch etwas hinzu. Dieser Ixion hatte eine Schwester, Koronis, und das war ein wirklich ganz und durch diesseitiges Wesen. Eine freche, hübsche, vielleicht ein bisschen naive junge Person, die so ganz leichtfertig, ohne viel nachzudenken, ein Verhältnis anfing, auch mit einem Gott, nämlich mit Apoll. Und Apoll war entflammt. Er war in einer Art und Weise verliebt in diese Koronis. Das kann man sich gar nicht vorstellen bei ihm. Nie wieder hat er angeblich so geliebt wie bei dieser Koronis. Und er ist natürlich der absolute Liebhaber. Der absolute, der beste Liebhaber. Der schönste, der alles kann, der vor allen Dingen alles besser kann. Und Ixion hat schon seiner Schwester Koronis gesagt, pass auf, lass dich mit den Göttern nicht ein. Dann zahlst du drauf, wie ich drauf zahle. Ja, aber sie hat gesagt, ich werde es so lange machen, wie ich will. Und dann ist es halt vorbei. Und sie hat geglaubt, ein Verhältnis mit einem Gott sei etwas Ähnliches wie ein Verhältnis mit einem anderen Mann. Und dann war die Koronis schwanger. Schwanger von Apoll, diesem strahlenden Liebhaber. Ich meine, die hat mit ihm gar nicht reden können. Wenn sie etwas erzählen wollte, hat sofort Apoll etwas viel Besseres erzählt. Wenn sie sich schön gemacht hat, war natürlich Apoll noch viel schöner. Das ist auf die Dauer schwer zu ertragen. Also auf die Dauer lieben wir eher das Mangelhafte. Es ist unmöglich, das ohne Mangel Behaftete zu ertragen. Und die Koronis hat einen großen Fehler begangen, einen wirklich großen, furchtbaren Fehler. Sie hat sich nicht gerade verliebt, aber sie hat sich einen sterblichen Liebhaber genommen. Einer, der mit dem hohen Haaransatz, ne, Ansatz von einem Bauch, ne, so, der klug war, aber halt gegen Apoll, bitte sehr, ne, ein bisschen an den Füßen gerochen hat. Ne, also ein wirklicher Mann, durchschnittlich mit allen möglichen Fehlern behaftet. Und sie hat Spaß daran gehabt. Es war ihr lieber als dieser unfehlbare Apoll. Und alle haben es gewusst. Bis auf einen, nämlich Apoll, der hat es nicht gewusst. Dem ist es dann zugetragen worden eines Tages. Und zwar kam ein Rabe dahergeflogen. Sie kennen die Raben, diese großen weißen Vögel. Und dieser Rabe sagt, Apoll, ich muss dir was erzählen, was du nicht weißt.
Und er hat ihm erzählt, dass seine Karonis mit einem ganz durchschnittlichen Kerl ein Verhältnis hat. Hohe Stirn, riecht an den Füßen ein bisschen. Und der Apoll, der war wie vom Blitz getroffen. Und er hat dasselbe gemacht, was wir auch gerne tun. Wir schlagen den Boten für die Botschaft und er brüllt diesen Raben an. Und da ist dieser Rabe so erschrocken, dass ihm aus lauter Schreck das Gefieder schwarz geworden ist. Und seither sind die Raben schwarze Vögel. Und der Apoll wollte nichts mehr wissen von dieser Koronis. Er hat seine Schwester Artemis gerufen, die Göttin der Jagd, und er hat gesagt, ich will diese Koronis nicht mehr sehen, schieß sie ab. Nimm sie mir aus meinem Dasein. Und die Artemis, selbst mit Männern oder überhaupt mit Geschlechtlichem gar nichts im Sinn, sagt, ja, kann ich machen. Ich habe gehört, sie ist schwanger, soll ich sie gleich ausweiden, so auf Jägerart? Mach, was du willst, sagt er. Und die Artemis schießt die Koronis ab, tötet sie. Und dann hat der Apoll so etwas wie ein schlechtes Gewissen. Und da bitte ich Sie, Ihre Aufmerksamkeit drauf zu richten. Das ist nicht etwas vollkommen Unmögliches, etwas vollkommen Unwahrscheinliches, das schlechte Gewissen bei einem Gott. Und er hat den Fötus aus der sterbenden Koronis genommen und hat ihn großgezogen. Aus diesem Fötus wird einst ein mächtiger Arzt werden, nämlich Asklepios, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, die Schwester des Ixion erschossen von einem Gott, das hat auch nicht dazu beigetragen, dass Ixion nun auf die Götter besser zu sprechen war. Im Gegenteil, sein Hass ist noch gewachsen. Und als dann eines Tages eben sein Schwiegervater kam und sagte, so, meine Tochter, die Dia, ist jetzt bereit, jetzt könnt ihr heiraten, hat er sie zwar geheiratet, aber mit einem Zorn in sich. Und als sein Schwiegervater kam, um die Brautgeschenke abzuholen, hat er vor seinem Haus eine Grube ausgehoben, hat diese Grube mit glühenden Kohlen gefüllt und hat Äste drüber gelegt. Und sein Schwiegervater ist eingebrochen, ist elendiglich verbrannt. Und das war ein so schlimmes Verbrechen, alle haben jedenfalls geglaubt, es sei ein so schlimmes Verbrechen, dass niemand bereit war, ihn zu reinigen. Da gab es ein Reinigungsritual von Schuld. Und wir wundern uns, dass ausgerechnet Zeus hat gesagt, er wird den Ixion von dieser Schuld reinigen, vielleicht auch deswegen, um die anderen Götter im Olymp zu provozieren. Er hat gesagt, der Ixion wird eingeladen zu einem Essen in den Olymp, eine ungeheure Provokation, einen Mörder einzuladen, aber er hat sich durchgesetzt. Und da, jetzt kommt es, sitzt nun der Ixion an diesem schönen Tisch, an dieser Tafel, ausgerechnet neben der Hera, der Frau des Zeus. Und der Ixion, der nichts mehr zu verlieren hatte, wie er glaubte, denkt sich, ich werde es euch zeigen. Und als sie so sitzen, beginnt er doch tatsächlich, unfassbar im Grunde genommen, unter dem Tisch mit seinem Knie da bei der Hera herumzufummeln. Und als das Essen zu Ende war und der Ixion wieder auf der Erde, sagt die Hera zu Zeus, hör mal zu, hast du es nicht mitgekriegt? Dein lieber Gast, der hat mich da angemacht. Im Olymp macht er die Göttermütter an etwas Unausdenkbares. Der Zeus sagt, das glaube ich einfach nicht. Und er sagt, ja, du glaubst ihm nicht. Du schaust zu, wie er mich anmacht, aber du glaubst ihm nicht. Aber sie hat dann schon gesehen, dass die Eifersucht in ihm hochgekommen ist. Tatsächlich, die Eifersucht, da war sie dann fast dem Ixion wieder dankbar. Und der Zeus hat gesagt, gut, das möchte ich wirklich wissen. Wir laden diesen nochmal ein. Ein selbes Essen, ein zweites Essen. Und nun hat er sich an Hephaist gewandt. Sie wissen, Hephaist, ich habe von ihm erzählt, der große Bastler, ich meine, der Gott aller Bastler, der Handwerker schlechthin, hat sie ihm gesagt, Hephaist, ich habe folgenden Wunsch. Ich möchte, dass du eine Kopie meiner Gattin anfertigst. Eine Kopie von Hera. Ja, sagte Hephaist, und was für ein Material? Wolke, sagt Zeus. Ich möchte, dass du eine Kopie meiner Gattin Hera aus Wolke machst. Wolke, sagt Hephaist. Gut, Wolke. Ja. Kein Problem für den Hephaist. Der hat sich eine schöne Wolke eingefangen, hat die modelliert, diese Wolke, und hat daraus eine Kopie von Hera gemacht. Eine schon beinahe digitale Kopie, möchte ich sagen. Nicht mal die Götter selber haben diesen Unterschied gemerkt. Und als die Hera hereinkam und sich plötzlich selbst gegenüberstand, da hat sie aufgeschrien. So perfekt war diese Kopie. Gut, ein zweites Mal wurde gegeben und wieder wurde der Ixion neben die Hera gesetzt, aber diesmal neben die Kopie. Und wieder hat der Ixion
unter dem Tisch angefangen herumzumachen bei der Hera. Und das war das Zeichen für den Zeus. Alle Götter haben sich leise davon gemacht, dass nur noch die Hera, die falsche Hera, die übrigens einen Namen hatte, Nephele, mit dem Ixion da war. Und da hat der Ixion die Nephele im Glauben, sie sei Hera, vergewaltigt. Nun war es da. Zeus war eifersüchtig. Er hat gebrüllt vor Eifersucht. Hera hat das gefreut, nicht ganz, weil er war ja auch eifersüchtig auf diese Kopie. Und sie hat schon geahnt, wenn da das anders ausgegangen wäre, hätte sich der Zeus selber über die Kopie hergemacht. Jedenfalls hat er den Ixion in den Tartaros geworfen. Der Tartaros ist etwas wie die katholische Hölle, wo es am heißesten ist. Dort brät unten und damit es noch nicht genug ist, hat er den Ixion auf ein Rad fesseln lassen und hat das Rad angezündet und dieses brennende Rad dreht sich. Er ist einer dieser drei berühmtesten Gefolterten in der Mythologie in der Unterwelt, Tantalos, Sisyphos und Ixion. Aber jetzt war noch die Nephele da, diese Wolke. Ich meine, aus Wolke gebaut, löst die sich wieder auf. Nephele war schwanger, eine schwangere Wolke. Sie war schwanger, die Nephele. Und sie ist nach einer gewissen Zeit niedergekommen und hat Kentauros zur Welt gebracht. Ein merkwürdiges Wesen. Es weiß niemand ganz genau, wie das aussah, dieses Wesen. Halb Wolke, halb Mensch. Unsere Fantasie kann uns da vielleicht ein paar Bilder liefern. Jedenfalls dieser Kentauros war ein wilder Geselle von Anfang an. Er ist herabgesprungen vom Himmel. Und er hat sich nicht für Menschen, Frauen interessiert, sondern er hat sich für Pferde interessiert, für Stuten. Und er hat sich gepaart mit den Stuten. Und aus dieser Paarung des Kentauros mit den Stuten ist das Geschlecht der Kentauren entstanden. Das kennen Sie, ein Kentaur, das ist ein Pferd mit einem Männeroberkörper und einem Männerkopf und Armen. Und diese Kentauren, das waren ein böses Geschlecht, sehr böses, grausames Geschlecht. Aber einer dieser Kentauren war nun wiederum ein ganz besonders guter und vielleicht die sympathischste, die menschlichste Figur der gesamten griechischen Mythologie, nämlich Chiron. Dieser Chiron wurde ein Lehrer. Er hat berühmte Helden unterrichtet, so den berühmtesten vielleicht überhaupt Achill. Er hat aber auch Peleus, den Vater des Achill, unterrichtet. Er hat Jason unterrichtet. Er war ein Wissenschaftler. Er war vielleicht der erste Naturwissenschaftler überhaupt in der Mythologie. Und sein bester Schüler, den Schüler, den er am meisten geliebt hat, den kennen wir bereits. Es ist Asklepios. Ja, dieser Asklepios, der aus dem Bauch der Koronis herausgeschnitten wurde von Artemis, nachdem Apoll die Koronis abgeschossen hat. Und aus diesem Asklepios wird der größte Arzt der Mythologie. Wir kennen ihn eher unter dem lateinischen Namen Aesculapios oder Aesculap. Er ist bis heute noch so etwas wie das persönliche Inbild der Medizin. Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde, wenn ich recht gezählt habe, zum 9. Mal. Es war einmal am Strand von Phönizien, da spielten Kinder, Mädchen mit Blumen, mit Bällen. Sie jagten einander. Sie hatten Freude am Strand. Und das Mädchen, dem alle anderen Mädchen nachliefen, das hübscheste von allen, war eine Königstochter und sie hieß Europa. Ihr Vater war der König von Phönizien, Agenor. Und so spielten die Mädchen am Strand und plötzlich hielten sie inne und alle schauten hinaus aufs Meer. Denn da näherte sich dem Strand ein Tier schwamm daher und als er schon näher war, erkannten sie, dass es ein Stier war. Ein großer, mächtiger, blütend weißer Stier, der so zwei kleine, spitze, diamantene Hörner hatte und in diesen Hörnern spiegelte sich die Sonne, die glitzerten diese Hörner. Und das Tier kam langsam triefend an Land und da riefen
Die Mädchen, was ist das für ein Tier? Was will es uns tun? Und sie liefen davon, schreiend. Aber Europa, die hübscheste von allen, die Königstochter, blieb stehen. Und sie blickte dem Stier in die Augen und sie sah, dass der Stier gütige, warme, weiche Augen hatte. Und dann ging sie langsam auf den Stier zu, Blumen in der Hand, und sie berührte den Stier und legte einige der Blumen zwischen seine Hörner. Und die anderen Mädchen, die kamen nun näher und schauten, und nun spielte der Stier mit ihnen. Sie spielten Fangen mit ihnen, er war ein harmloses Tier, so schien es. Er hatte einen Spaß mit ihnen und er war ja auch wunderschön. Und Europa, die mutigste von allen, die sagte, ich möchte auf dir reiten, Stier. Und da ging der Stier in die Knie und er ließ Europa auf seinen Rücken steigen. Und er lief mit Europa den Strand hinauf und den Strand hinunter. Und die anderen Mädchen wollten auch mitspielen, aber der Stier wollte das nicht. Er machte Kehr und lief hinein ins Meer und schwamm mit Europa auf seinem Rücken hinaus aufs Meer. Und die Mädchen riefen, Europa, komm zurück, komm zurück. Aber sie hörte die Kinder nicht mehr. Und der Stier mit der Königstochter auf seinen Schultern verschwand am Horizont. Und er schwamm über das Meer, dieser Stier, bis auf einer Insel landete. Dort stieg er heraus. Europa stieg von seinen Schultern und da waren sie auf Kreta. Und wir vermuten, mit Recht vermuten wir, wer dieser Stier war, der da die kleine Königstochter Europa entführt hat nach Kreta. Es war natürlich niemand anderer als Zeus. Er hat Gefallen gefunden an diesem Mädchen und er wollte sie verführen. Und es ist nicht das erste Mal, dass ein Mythologem kommt immer wieder, dass Zeus sich in ein Tier verwandelt, wenn er sich einer Frau, einer Menschenfrau annähert. Und nun verwandelte er sich noch einmal, und zwar diesmal in einen Adler. Und er nahm diese Europa in seine Fänge und trug sie in die Mitte der Insel, auf diese Höhe von Lassiti, wo er selbst, wenn Sie sich erinnern, versteckt worden ist von seiner Mutter. Und in dieser Höhle beugte er sich über sie und er verwandelte sich nun in Zeus. Und Europa wurde schwanger und sie brachte einen Sohn zur Welt und sie nannte diesen Sohn Minos. Nach ihm, nach diesem Minos, nach diesem großen Minos, wird ein ganzer Kulturkreis benannt werden, nämlich der minoische Kulturkreis. Aber von Minos will ich jetzt gar nicht erzählen. Lassen wir Europa und ihren Sohn erst auf dieser Insel heimisch werden. Der Vater Agenor im fernen Phönizien, der weinte sich die Augen aus nach seiner Tochter, nach Europa. Und er rief seine Söhne, den Ältesten vorweg, Kadmos, und er sagte, warum habt ihr nicht besser aufgepasst auf eure Schwester? Es ist eure Aufgabe, auf eure Schwester Acht zu geben. So, und nun geht in die Welt hinaus und bringt mir meine Tochter Europa zurück. Und besonders an Kadmos, den Ältesten, wandte er sich und sagt zu ihm, du brauchst mein Königreich nicht mehr zu betreten ohne meine Tochter. Wenn ich dich erwische ohne sie, dann sollst du sterben. Und Kadmos war selbst dann nochmals ein junger Mann. Ich weiß, vielleicht war er 18, vielleicht war er 19, vielleicht war er 20. Er war ratlos. Er hat seine Schwester Europa ja auch geliebt und er machte sich in der Welt, bitte in der ganzen Welt, auf die Suche nach seiner Schwester. Und er kam auch nach Griechenland und dort hat er seine Erkundigungen eingezogen und man sagte ihm, ja, die ganze Welt ist groß, wer soll dir da helfen? Aber vielleicht gehst du nach Delphi und befragst das Orakel, das weiß am besten Bescheid über solche Dinge. Und er machte sich auf den Weg nach Delphi, fragte die Pythia, das ist eben diese Priesterin des Gottes Apoll, die das Orakel in Delphi verwaltet. Und er fragte sie, wo ist meine Schwester Europa? Ich kann nie mehr nach Hause, wenn ich sie nicht finde. Und das Orakel sagte zu ihm, lass deine Finger davon. Erstens wirst du sie nicht finden und zweitens, wenn du sie findest, blüht dir etwas Schlimmeres als von deinem eigenen Vater. Sie ist in den Händen eines viel Größeren. Vergiss deine Schwester Europa. Aber du bist ausersehen, sagte das Orakel, eine Stadt zu gründen. Du wirst nie mehr nach Hause zurückkehren, nie mehr nach Hause nach Phönizien. Das Orakel sagte weiter, geh, bis du eine Kuh findest. Diese Kuh
hat ein sichelförmiges Mal auf dem Rücken und diese Kuh treibt vor dich her. Treib sie so lang vor dich her, bis sie vor Erschöpfung niederbricht. Und an dieser Stelle, wo sie vor Erschöpfung niederbricht, dort sollst du eine Stadt gründen. Was blieb dem armen Kadmos anderes übrig? Er wusste nach Hause, wo er gerne hingehen hätte wollen, nach Phönizien, dort konnte er nicht mehr. Wenn er ohne seine Schwester gekommen wäre, hätte sein Vater ihn getötet. Also er suchte diese Kuh, er fand diese Kuh mit diesem mondförmigen Mal am Rücken und er trieb sie vor sich her, bis sie niederstürzte und dort wollte er eine Stadt gründen. Aber da war dieser Kadmos selbst schon sehr, sehr durstig. Und er ging zu einer Quelle, um dort Wasser zu trinken. Aber bei dieser Quelle war ein Drache. Und dieser Drache verteidigte diese Quelle. Aber Durst ist etwas Ungeheures. Und wenn man Durst hat, dann lässt man sich nicht von einem Drachen davon abhalten, zu trinken. Und Kadmos erwürgte den Drachen. Er sprang ihm den Hals und tötete ihn, damit er seinen Durst endlich löschen kann. Und als er den Blick von der Quelle erhoben hat, da stand vor ihm eine Frau in voller Rüstung, einen Helm auf dem Kopf, ein Schild, einen Speer. Vielleicht haben Sie sie erkannt, es ist die Göttin Pallas Athene, die immer auf der Suche nach klugen, nach gewieften, nach abenteuerlichen Männern ist. Und sie fand in diesem Kadmos einen, den sie betreuen konnte. Und sie sagte zu ihm: Kadmos, hör zu, gleich wird etwas passieren, aber bevor es passiert, brech diesem Drachen die Zähne aus dem Maul und werf diese Zähne hinter dich. Du wirst es nötig haben. Diese Geste kennen wir ja schon. Die kennen wir von Deukalion und Pyrrha, also die Steine hinter sich warfen. Und Kadmos tat das. Er brach diesem Ungeheuer, diesem Drachen, die Zähne aus dem Maul und warf die Zähne hinter sich. Und dort, wo die Zähne den Boden berührt haben, erwuchsen Männer. Das sind die gesäten Männer, wie sie heißen, Spartoi. Nach ihnen wird viel, viel später in vielen Generationen die Stadt Sparta benannt werden, die gesäten Männer. Und sie waren nun sein Heer, seine Privatarmee, die Primatarmee des Kadmos. Aber da passierte das Ungeheuerliche, von dem Pallas Athene gesprochen hat. Es kam nämlich der Kriegsgott Ares, ein furchtbarer Gott, auch ein blöder Gott. Dem hat nämlich dieser Drache gehört. Es war sein Liebling, dieser Drache. Der hat halt eben solche furchtbare Götter, haben furchtbare Dinge als Lieblinge. Und der Ares hatte eben diesen Drachen als seinen Liebling. Und er sagte: Du wirst mir dafür bezahlen, dass du meinen Drachen getötet hast. Ich bin der Gott des Krieges. Und der Kadmos, bevor er seine Stadt gründen konnte, musste er 8 Jahre lang, 8 Götterjahre, was immer das auch bedeutet, diesem dummen, blöden Gott Ares dienen, der ihm auch etwas versprochen hat dafür. Viel Gold hat er ihm versprochen. Und dann hat er ihn am Schluss auch noch betrogen, der Ares. Er hat ihm nämlich das Gold nicht gegeben und Kadmos war zornig. Kadmos hat sogar gedroht, er werde gegen Ares antreten. Hat dann Ares, der ist nämlich auch ein feiger Gott, ein feiger Kriegsgott, ein Großmaul, hat ein bisschen Schiss gekriegt und hat gesagt: Na gut, das Gold gebe ich dir nicht, kriegst du was anderes, sicher nicht so viel wert, ich gebe dir meine Tochter. Und diese Tochter hieß Harmonia und sie war die Tochter von Ares mit Aphrodite, der Göttin der Liebe. Also die Göttin der Liebe hat sich mit dem Gott des Krieges, diesem stählernen, blechernen Gott des Krieges eingelassen. Aber wir erinnern uns doch, dass Aphrodite mit Hephaist verheiratet war, mit dem Bastler, mit diesem sympathischen Gott des Handwerks. Was ist da passiert? Hat Aphrodite ihn betrogen? Ja, natürlich hat sie ihn betrogen. Sie hat den armen Hephaist bei jeder Gelegenheit betrogen, eben auch mit dem Ares. Ich muss eine kleine Geschichte noch dazu erzählen. Eine Geschichte, die uns der Sänger Demodokos übermittelt hat. Und wir können sie nachlesen in Homers Odyssee. Und eine Geschichte ist das wieder, die diese Klugheit des Hephaist sehr gut beschreibt. Der Hephaist, der hat geahnt, nicht gewusst unbedingt, aber er hat geahnt, was seine Frau hinter seinem Rücken treibt. Und er hat leider auch geahnt, dass es mit diesem ihm so verhassten Gott Ares treibt. Und jetzt aufgepasst, wieder diese psychologische Scharfsichtigkeit des Hephaist. Er wusste, dass niemand so lächerlich ist wie derjenige, der etwas tun muss, was er am liebsten tut. Und er wusste, am liebsten tun Ares und Aphrodite miteinander im Bett liegen. Und wenn ich sie dazu zwingen kann, es zu tun,
dass sie es nicht freiwillig tun, hatte sich der Herr Feiß gedacht, dann mache ich sie lächerlich. Er hat ein Netz aus Stahl gefertigt, ein so feines Netz wie ein Spinnwebnetz, das er in einer Hand verstecken konnte. Und dieses Netz hat er über dem Bett befestigt, hat eine Falle gebaut. Und als dann Ares und Aphrodite im Bett lagen, hat sich plötzlich ein Mechanismus ausgelöst. Das Netz fiel herunter auf diese beiden und umklammerte diese beiden. Sie konnten sich nicht freimachen. Sie lagen in engster Umarmung und mussten nun tun, was sie am liebsten taten. Alle anderen Götter kamen dazu, haben schallend gelacht. Und Ares war der Lächerlichkeit preisgegeben und auch Aphrodite war der Lächerlichkeit preisgegeben. Aber Aphrodite war schwanger von Ares. Und sie nannte ihre Tochter, man stelle sich vor, sie, die Tochter des Krieges, wurde genannt Harmonia, das harmonische Wesen. Und diese Tochter Harmonia gab nun Ares als Lohn dem Kadmos dafür, dass er ihm 8 Götterjahre gedient hat. Und nun konnte sich der Kadmos endlich daran machen, eine Stadt zu gründen. Und er hat eine Stadt gegründet und hat diese Stadt Katmaya genannt. Eine Zeit lang wird sie noch so heißen, Katmaya. Später wird sie umbenannt in eine viel berühmtere Stadt. Sie wird neu ausgebaut, nämlich sie wird Theben genannt. Und mit diesem Wort, mit diesem Stichwort Theben eröffnet sich natürlich ein ganzer riesiger Kulturkreis. Das Bild, das Sie am Anfang immer wieder sehen bei unserer Sendung, dieser Vogel, der da auf einer Säule sitzt, das ist ja kein Vogel, sondern das ist die Sphinx. Und sie spricht mit Ödipus, das ist die zentrale Geschichte von Theben. Und diese Stadt wurde von dem verlorenen Kadmos gegründet auf der Suche nach seiner Schwester, die er nie mehr gefunden hat. Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Wer ist der berühmteste Ingenieur der Sagenwelt, der klassischen Sagenwelt, der berühmteste Erfinder? Gar keine Frage, es ist Daedalus oder, wie die Griechen sagten, Daidalos. Zuerst war Daidalos kein Erfinder, kein Ingenieur, sondern ein Künstler. Er war ein Bildhauer und er hatte absolut naturalistische Ansprüche an seine Werke. Er machte nur Menschen. Er machte sie so genau, so präzis, so bis ins kleinste Detail naturalistisch. Er stellte sie auf dem Marktplatz von Athen aus und dann beobachtete er die Menschen, was sie dazu sagen. Sie gingen vorbei und sie staunten und alle sagten, das hat der Daidalos gemacht. Und er macht diese Figuren so, dass sie fast sind wie im wirklichen Leben. Und dieses kleine Wörtchen fast, das hat ihm zu denken gegeben, das war ihm Ansporn, das hat ihn geärgert. Er hat sich gedacht, ich möchte dieses Wörtchen fast eliminieren. Ich möchte, dass die Menschen sagen, meine Figuren sind wie wirkliche Menschen. Und da hat das erste Mal eine Erfindung gemacht. Das heißt, er hat einen Mechanismus eingebaut in seine Figuren, dass sich die Figuren bewegen. Er wusste, es fällt ihnen zur absoluten Realität, zum absoluten Realismus fehlt ihnen die Beweglichkeit. Und nun hat er seine Figuren, die sich bewegt haben, wie wirkliche Menschen auf den Marktplatz gestellt und hat wieder beobachtet, was die Leute sagen. Und zu seinem Erstaunen, zu seinem Entsetzen hat er festgestellt, dass die Leute gar nichts sagen. Die haben die gar nicht bemerkt. Warum nicht? Die haben es nicht als Kunstwerke überhaupt gesehen, sondern sie haben gedacht, das sind normale Leute, nach denen haben sie sich nicht umgedreht. Und da war dann der Daidalos frustriert, natürlich. Niemand hat seine Kunstwerke mehr bewundert, weil sie der Natur entsprechend waren und hat er sich von der Kunst abgewandt, der Wissenschaft zugewandt, der Technik. Er ist Ingenieur geworden, er ist Erfinder geworden. Er hat alles Mögliche erfunden. Und er hatte einen Lehrling bei sich, seinen Neffen Perdix, es war der Sohn seiner Schwester. Ihn hat er eingewiesen in die Kunst, in die Ingenieurskunst. Und es hat sich herausgestellt, dass dieser Perdix sogar noch talentierter war als Daidalos. Perdix hat grundlegende Erfindungen gemacht. Er hat zum Beispiel die Säge erfunden. Er hat sich so einen zerlegten Fisch angeschaut und hat sich gedacht, diese Gräten, wie sie angeordnet sind, da kann man eine Säge draus machen. Er hat den Zirkel erfunden. Man stelle sich vor, was für eine Erfindung der Zirkel ist in der Hand eines Ingenieurs.
Und zunächst war Daidalos stolz auf seinen Lehrling und mit der Zeit wurde er neidisch auf ihn. Und er hat Hass aufgebaut auf diesen Talentierteren. Er hat ihn an eine Klippe geführt und hat gesagt, Perdix, schau, du weißt so viel über die Dinge. Du siehst den Horizontstrich, dort wo Meer und Himmel einander berühren. Und jetzt hätte ich eine Frage an dich. Stell dir vor, du musst jetzt die Strecke zwischen deinen Augen und dem Horizont halbieren. Wo ungefähr wäre die Hälfte in deinem Gesichtsfeld? Es war eine Frage, die die Krümmung der Erde betraf. Und zur größten Überraschung und zum größten Neid des Daidalos sagte Perdix, die Erde ist krumm, deshalb glaube ich, dass die Hälfte zwischen meinen Augen und der Strecke, die Hälfte der Strecke zwischen meinen Augen und dem Horizont fast am Horizont ist. Und da gab ihm Daidalos einen Stoß von der Klippe und Perdix stürzte in die Tiefe. Es hieß, Pallas Athene habe ihn aufgefangen, um ihn zu retten. Aber Daidalos musste vor Gericht und er musste sich verantworten und er ist verbannt worden, und zwar auf Kreta. Das war damals Provinz. Er ist nach Kreta verbannt worden und in Kreta hat er ein trauriges Leben gefristet. Zuerst, er ist am Strand immer spazieren gegangen, er hat gehadert und dort hat er dann eine Frau kennengelernt, die auch am Strand spazieren gegangen ist und die auch unglücklich war. Er hat mit ihr gesprochen. Es war Pasiphae, die Königin, die Gattin von König Minos. Und sie hatte ein großes Problem, ein merkwürdiges Problem, mit dem sie nicht, über das sie nicht gerne gesprochen hat. Sie hat sich nämlich in einen Stier verliebt. Und das kam so. Ihr Gatte Minos, ein Sohn des Zeus, der weigerte sich lange, dem Gott des Meeres, Poseidon, ein Geschenk, ein Opfer darzubringen. Aber der Poseidon hat das gefordert. Er hat gesagt, hör zu, Kreta ist eine Insel. Du musst dem Gott des Meeres einmal auch deine Aufwartung machen. Und er hat sich so erniedrigt, so weit, Poseidon, dass er sogar das Geschenk, das ihm Minos machen sollte, selbst geschickt hat. Einen weißen, wunderschönen Stier, der an das Gestade von Kreta geschwommen ist. Ihn sollte Minos dem Gott Poseidon opfern. Es war ein wunderschöner Stier und der Minos hat sich gedacht, den würde ich lieber selber behalten, diesen Stier. Und er hat diesen weißen, schönen Stier in seinen Stall aufgenommen, hat stattdessen irgendein altes, klappriges, ausgedientes Tier dem Poseidon geopfert. Das hat den Poseidon sehr, sehr verbittert und er hat sich gedacht, ich werde mich rächen. Und er hat sich auf eine sehr perfide Art und Weise gerächt. Er hat nämlich in das Herz der Pasiphae, der Gattin des Minos, eine perverse Lust auf diesen Stier eingepflanzt. Und das war ihre große Tragödie, dass sie eine sexuelle Lust hatte auf diesen Stier, auf diesen schönen weißen Stier. Und sie wollte mit diesem weißen Stier verkehren und sie hat dieses Problem dem Daidalos erzählt. Und Daidalos, ein Ingenieur, der tut, was man ihm aufträgt, Problem hier, Lösung wird gefragt, der hat ganz naturalistisch, so wie er es konnte, eine Kuh nachgebaut aus Holz, die ihnen hohl war. In diese Kuh hat sich Pasiphae gelegt und so hat sie den Stier erwartet. Dafür, dass er das für sie getan hat, hat sie ihre Beziehungen spielen lassen und Daidalos wurde der Hoferfinder am Hofe des Minos. Sie erinnern sich dran, Minos, das ist der Sohn der Europa und des Zeus. Ich habe in einer der letzten Sendungen erzählt, wie Zeus Europa entführt hat nach Kreta. Und das war eine steile Karriere, die der Minos da vor sich hatte. Er war der Erfinder in Kreta und er hat große Dinge erfunden. Den Mast hat er erfunden, angeblich. Segel hat er erfunden. Er hat auch eine Waschmaschine erfunden. Er hat den ersten Klappliegestuhl erfunden und vor allen Dingen hat er sehr viele Waffen erfunden. Ganze Waffengattungen hat er erfunden. Das war dem Minos recht, weil der Minos, der wollte immer schon Krieg führen gegen die Großen und das hieß in erster Linie gegen Athen. Und er hat einen Krieg gegen Athen begonnen mit diesen neuen Waffen des Minos, des Daidalos. Als er aus dem Krieg zurückkam, Minos, erlebte er eine Überraschung.
Seine Gattin Pasiphae war schwanger. Und zwar schwanger von dem Stier. Und sie hat ihr Kind zur Welt gebracht, das sah wild aus. Der Körper eines Knaben, der Kopf eines Stieres, Minotauros, hieß dieses Wesen und es war sehr gefräßig und es wollte Menschenfleisch. Und Minos hat sich geschämt für dieses Monster und er hat dem Daidalos Auftrag gegeben, etwas zu bauen, worin man dieses Monster verstecken kann. Und Daidalos hat ein Labyrinth geschaffen, ein sehr, sehr intelligentes, sehr bös intelligentes Labyrinth. Es hatte nur einen Eingang und in der Mitte, im Zentrum des Labyrinths, saß dieser Minotauros und hat darauf gewartet, dass ihm die Opfer gebracht wurden, Menschen. Und diese Opfer, das waren junge Männer und junge Frauen. Und zwar aus der Stadt Athen. Nachdem Minos die Stadt Athen besiegt hatte, hat er von dieser Stadt verlangt, dass sie jedes Jahr 7 oder andere Quellen sagen 9 junge Frauen und 9 junge Männer als sozusagen als Pfand nach Kreta schicken. Und die wurden dem Minotauros verfüttert. Der saß da gefräßig in der Mitte des Labyrinths, das der gefügige Ingenieur Daidalos gebaut hat. Das war eine Demütigung, eine furchtbare Demütigung für die Stadt Athen. Und in Athen hat man sich immer Gedanken darüber gemacht, wie kann man da rauskommen. Und da gab es einen sehr mutigen Königssohn, Theseus, ich werde von ihm noch erzählen, Theseus, der Sohn des Aigeus, er hat gesagt, Vater, stell mich auch auf, auch ich will dorthin als Jungmann nach Athen, als Jungmann nach Kreta, als Athener, als Opfer für den Minotauros, stell mich auf. Ich werde diesem Spuk ein Ende bereiten. Und schweren Herzens hat Aigeus seinen Sohn Theseus nach Kreta geschickt. Und dort, dieser Theseus war ein charmanter, kühner junger Mann, hat sich Theseus verliebt in die Tochter des Minos und der Pasiphae in Ariadne. Und hat sich gedacht, sie wird mir helfen, den Minotauros zu töten. Also ein Problem wieder, weitgehend ein technisches Problem. Und was macht man, wenn man ein solches Problem hat? Man wendet sich an den Problemlöser. Wer ist der Problemlöser? Daidalos. Ariadne wandte sich an Daidalos und sagte zu ihm, folgendes Problem. Minotauros sitzt in der Mitte. Ich möchte, dass mein geliebter Theseus dorthin kommt, ihn zu töten. Aber dass er wieder herausfindet aus diesem Labyrinth. Du hast es ja gebaut. Und Daidalos sagt, ich habe es zwar gebaut, aber ich selber kenne den Plan nicht mehr. So kompliziert ist es. Aber eine Möglichkeit gibt es. Einen Faden. Einen Wollfaden, den machst du am Eingang des Labyrinths fest. Und Theseus soll die Wolle verfädeln und wenn er dann in der Mitte ist bei Minotauros und ihn getötet hat, findet er an dem Wollfaden wieder zurück. Das ist der Ariadne-Faden, bis heute noch unter diesem Begriff bekannt. Und so hat es auch Theseus gemacht. Er ist in das Labyrinth, in das Zentrum und er hat den Minotauros erschlagen. Und als er zurückkam, ist er geflohen mit Ariadne. Und es kam dann heraus, wer schuld daran war an der ganzen Sache, nämlich eben Daidalos. Und Minos, der König, hat Daidalos zusammen mit seinem Sohn Ikaros in dieses Labyrinth gesperrt. Und Daidalos hat selbst nicht gewusst, wie er rauskommt. Und dann hat er gesehen, da sind überall die Fackeln an der Wand, in diesem Labyrinth, die Opfer hinterlassen haben, Wachs. Und überall liegen Vogelfedern am Boden herum. Das sind die Feder der Geier, die Reste der ermordeten Opfer da auffressen. Und er hat den Vogelflug beobachtet und dann kam er auf die Idee, es gibt nur eine Möglichkeit, dem Labyrinth zu entkommen, nämlich indem wir herausfliegen, ich und mein Sohn Ikaros. Und er hat den Vogelflügel nachgebaut aus Wachs und diesen Federn. Und zusammen mit Ikaros hat er sich erhoben aus dem Labyrinth, hat zu seinem Sohn auch gesagt, pass auf, du musst sehr gut Acht geben, flieg nicht zu hoch, sonst wird die Sonne zu heiß und das Wachs schmilzt.
Flieg nicht zu tief, sondern dann streifst du die Wellen des Meeres und dann werden die Flügel zu schwer und du wirst abstürzen. So haben sie sich erhoben von der Insel Kreta und sind davon geflogen. Aber es war natürlich etwas Wunderbares zu fliegen. Stellen Sie sich vor, plötzlich können sie fliegen mit eigener Kraft. Und der junge Ikaros, das ist ihm zu Kopf gestiegen. Eine Freude hat er gehabt und er hat sich erhoben. Er wollte möglichst weit sehen. Und er ist über das Meer geflogen und nach oben. Und die Sonne hat das Wachs seiner Flügel erwärmt und die Flügel sind zerfallen. Und Ikaros ist in die Tiefe abgestürzt. Und es heißt, dass in dem Augenblick, als Ikaros aufschlug auf dem Wasser, ein Gelächter erschall. Wir würden sagen, ein höllisches Gelächter, aber die griechische Mythologie kennt die Hölle, die wir kennen, nicht. Es war ein Gelächter aus der Unterwelt. Dort war Perdix, dieser geniale Neffe des Daidalos, und für einen kurzen Augenblick hat ihm Hades, der Gott der Unterwelt, Bewusstsein gewährt. Er durfte mit Ansehen den Schmerz des Daidalos. Und damit hat er ein wenig Genugtuung erfahren dafür, dass er selbst so in jungen Jahren aus der Welt gestoßen wurde von Daidalos.